So, willkommen erstmal auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal, wie die erste Einschaltung vom Samsung Galaxy S3, wie die abläuft. Und genau, das zeige ich euch mal. Und so, jetzt legen wir erstmal los. Was ich noch dazu sagen muss, hier gibt es natürlich beim Samsung Galaxy S3, da gibt es keine normale SIM-Karte, sondern die Micro-SIM-Karte. Das schauen wir jetzt mal nach. Hier haben wir die Micro-SIM-Karte. So, das war's eigentlich. Die brechen wir natürlich raus. Und dann haben wir hier nochmal ein Fenster, das können wir dann nochmal rausbrechen. Hoppala. Natürlich wollen wir das nicht beschädigen. Da, wenn wir zum Beispiel das Handy defekt ist oder sonst irgendwas, dann können wir die Micro-SIM-Karte wieder in den Adapter reinklipsen. Eine recht coole Sache, wie wir sehen, die Micro-SIM-Karte. Können wir dann reinklipsen. Und in ein anderes Handy reinstecken. So. Okay, das tun wir mal auf Zeiten. So. Jetzt entfernen wir mal die Schutzfolie. Auch. So. Jetzt öffnen wir das Gehäuse hinten. So, wie wir hier schon sehen, haben wir für die Micro-SD-Karte, steht extra da, SIM-Card, stecken wir die einfach rein, so rum. Bis es einmal klickt, da kommt die Speicherkarte noch rein, wenn ihr das erweitern wollt oder sonst irgendwas. Und ja, genau, jetzt tun wir mal den Akku auspacken. So, wie wir hier schon sehen, das ist ein Akku von Samsung. Ein 3,8er. Und genau, hier mal die Beschreibung. Und eigentlich, genau, das Einzige, was bei dem Akku halt ist, der ist mit 2100 mAh, statt so wie bei HTC oder sonst irgendwas mit 1800. Und deswegen gibt das Handy euch eigentlich richtig Power für den Quad-Core. So, jetzt setzen wir mal den Akku ein. So, verschließen das Gehäuse. So, okay. Schalten wir mal das Handy ein. Okay, jetzt brauchen wir erstmal einen PIN. Schauen wir schnell nach. Okay, jetzt geben wir mal den PIN ein. 5, 5, 5. Der Ton ist auch recht cool.
So, okay, das sind jetzt mal die ersten Schritte. Tun wir das Handy hin. Okay, Sprache auswählen, Start, weiter, Deutsch. WLAN-Netzwerk, das ist mein Wolkennetzwerk, das mache ich per WPS. So wie bei den meisten Routern, da können wir ja einfach nur drauf drücken. So, das ist jetzt das Passwort, wo wir normalerweise vom Router eingeben müssen, aber das machen wir ja nicht. Drücken wir einfach nur auf die WPS-Taste am Router. Das geht mit der Fritzbox, mit dem Speedport oder sonst irgendwelchen Routern. So, das sieht ihr jetzt. Jetzt geht es zum Router. Jetzt müssen wir kurz warten, da ich aus Versehen den Router abgesteckt habe. Der Router bootet jetzt neu. Und dann drücke ich natürlich auf die WPS-Taste und dann bin ich eigentlich mit meinem WLAN zu Hause jetzt verbunden. Man drückt immer auf die beim Speedport auf die WPS-Taste und bei der Fritzbox drückt man auf die WLAN-Taste, bleibt man länger drauf, da so aktiviert man das WPS. Dann braucht man die PIN-Eingabe gar nicht tätigen. So, jetzt habe ich auf die WLAN-Taste an meiner Fritzbox drauf gedrückt. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Okay, gehen wir auf Abbruch. Wählen wir nochmal das Netzwerk aus. So. Wolkennetzwerk. WPS. Taste drücken, verbinden, verbindet jetzt gerade. Okay, so wie wir hier sehen, IP-Adresse wird abgerufen, verbunden, Wolkennetzwerk ist jetzt verbunden. Jetzt gehen wir auf Weiter. Okay, Datum und Uhrzeit automatisch einstellen. Okay, machen wir. Oder auch nicht. Lassen wir mal aus. So, weiter. Samsung Account. Okay, ich habe keinen Account. Das lassen wir jetzt mal. Springen wir mal. Interesse an Google. Klar. Einen Google Mail Account habe ich natürlich. Und genau, da melde ich mich jetzt mal an. So. Tue ich natürlich das Handy weg, dass ihr mein Passwort und meine E-Mail-Adresse nicht seht. Jetzt
Toilette an. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das Passwort stimmt. Okay, machen wir speichern. Überspringen. Weiter. Wiederherstellung läuft. Da ich das schon auf dem HTC mal gehabt habe. So, Google Standort verwenden, das ist zum Beispiel, wenn ihr hier ist die Navigation von Google oder so verwendet. Und genau, das könnt ihr eigentlich annehmen. Gehen wir mal weiter. Dieses Telefon gehört. Das schreiben wir natürlich jetzt rein. Vorname, Nachname. Drück auf Weiter, Dropbox. Dropbox will ich jetzt natürlich erstmal nicht nutzen. So, das Gerät ist eingerichtet und betriebsbereit. Okay, hier die ersten Schritte. Streichen Sie nach links oder nach rechts, um zwischen den Startseiten zu wechseln. Okay. Sie können auf die Benachrichtigungen zugreifen, indem Sie Benachrichtigungsfeld von oben nach unten herunterziehen. Okay. Okay. So, jetzt haben wir es eigentlich. Das war's und ich werde euch demnächst noch ein paar Videos zum Handy machen. Wegen jetzt Flashen oder sonst irgendwas werde ich euch einfach demnächst noch ein Video hochladen. Genau. Okay, dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.